Hey, 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 Freunde, Servus, ich bin der Renton. Das ist der John Marston und wir spielen Red Dead Redemption auf der Xbox One. So, das Grundstück hier haben wir gekauft. Was bedeutet, wir können zur McFarlane Ranch. Nee, halt. Wo kann ich die Nebenquest abgeben? Hä? Schauen wir mal ins Journal. Fremde Personen. Du hast Liddy Pleasance gekauft. Kehre zu McAllister zurück und gib ihm die Besitzurkunde. Wo ist denn der McAllister? Ich hab gerade ehrlich gesagt keinen Plan, wo der McAllister ist. Pferd, Pferd, wart! Warte, 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 warte. Deswegen noch mal kurz auf die Karte schauen. Begeben wir uns mal auf den Weg zum Seth. Eine Nebenfigur, die ich sehr gut finde. So richtig gut. So richtig, richtig gut. Und eventuell ergibt sich das ja auf dem Weg. Oder auch mit der Zeit. Oder es geht nur tagsüber. Alles möglich. Leute, lasst mich durch. PlayStation-Konferenz war. Hör was. Ha! Ich hab's abgebrochen, weil ich das Pferd nicht killen wollte. Aber ich glaube, die Person, die ich hätte beschützen können, ist tot. Ja, yep, der ist tot. Definitiv. Egal, ausnehmen tue ich ihn trotzdem, also fuck it. Pferd, 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 warte. Danke. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit für eine sehr, 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 sehr kranke Figur. Ah, fetzt es darunter. Ich will noch ein bisschen Felle und Kram mitnehmen. Ich müsste noch ein paar Hasen erlegen hier für meinen Rang. Also es hatte, glaube ich, keiner kommentiert. Damals. Bei mir, ich bin ja schon ein paar Parts vorher. Außer die Sabrina, vielen Dank, die gemeint hat, ja, hier, mach ruhig alles. Und ich würde mal sagen, ich mache so viel wie möglich, bis ich keinen Bock mehr habe. Also Herausforderungen, Zeug, was auch immer so geht. Wir müssen auch noch Blumen sammeln für die eine fremde Mission. Blumen für die Lady, oder wie sie heißt. Ah, mach mal unterwegs, ne? Mal ein paar Blümchen finden. Müssen wir mal gucken, wie der Bestand aussieht. Und so weiter. Ist da was, wenn ich jetzt schon hier bin? Kann ich auch schnell in Armadillo mal speichern gehen? Und nachschauen, ob ich dann am Tag vielleicht die Nebenmission abgeben darf. Also hier anleihen. Anbinden. Aufgeschissen, wie es heißt. Die nächsten paar Parts werden jeweils 20 Minuten sein. Hey, Herbert Moon, was ist? Oha. Oha. Den krieg ich. Ist das geil. Das macht so viel Spaß, gell? Durchsuche die Leiche, um an das gestohlene Geld zu kommen. Yeah. Gib dem Ladenbesitzer das Geld zurück. Jawohl. Hier. Yeah, ich durfte sogar ein bisschen was behalten. Seht ihr, Ehrlichkeit währt am längsten. Ein bisschen Ruhm müsste ich doch auch kriegen. Yeah, 20. Der Balken braucht noch ewig, gell, bis ich hier voll bin, hey. So, speichern. Ich überlege, jetzt ist schon 5 Minuten ungefähr läuft das Video, gell, und eigentlich wieder mal noch nichts passiert. So ist es halt aber. In der Regel mag ich so Spiele dann doch lieber im Stream oder so. Wo man eh sagt, okay, ich spiel's jetzt mal 3-4 Stunden am Stück. Es ist immer noch dunkel, an der Zeit ändert sich, glaube ich, in dem Spiel nichts, oder? Wenn man pennen geht. Glaube ich, einfach sogar noch dunkler wie vorher.
Komm, mein Pferd. Komm noch mal auf die Karte. Nö. Wenn ich noch wüsste, wo ich die Scheißmission angenommen habe, gell? Aber ich bin zu blöd, ich weiß es nicht mehr. Mach mal im Safe seine Mission. Da, Fremdenmission. Guck mal. Everything all right, madam? It's Miss. Oh. Oh, let me look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. I'll see what I can do. Oh. Seth muss warten, ich will der Oma helfen. Ja, ja, ist okay. Ist okay, Oma. Ich holen für dich. Kade? Shit, wo war denn der? Ich hab nicht drauf. Ich hab schon wieder vergessen, wo der hockt, gell? Miss Horlick hat dich gebeten, ihren Verlobten Peter zu suchen. Sie glaubt, er könnte im Saloon in Armadillo sein. Dann gehen wir in das Saloon in Armadillo. Müssen wir eigentlich gerade wieder zurück. Sprich, wir sind gar nicht so lang unterwegs. Gerade wieder zurück nach Armadillo in das Saloon. Gucken, ob der Peter da ist. Peter. Oh, Peter in Armadillo. Peter. Pferd anbinden wieder. Peter. What brings you in here, partner? Stude Peter. Just so you know, I don't take requests, mister. I'm looking for a man. Name's Peter. Fellas meant to get married today. Seen him around? Who? Peter, is what she said. You ain't after no Pete Turner, are you? For all I know. Where can I find him? Well, my memory escapes me when not properly stimulated. Then let's see if we can refresh it. $5 will do. Or you could run a little errand for me. What do you need done? It's my wife. She packed her things this morning and left me. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. Well, you'll need more than talk with that bitch. Ey, kein Wunder, dass sie dich verlassen hat, du Schwanzlutscher. Why are you still here? Weißt was? Ich geb dir einfach Geld. Here. This might loosen your tongue. Truth is, Pete Turner ain't been in Armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella and all. Wasn't here every night. Sure as the moon in the sky. What happened to him? Well, what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fella's Rest. Yep. That's where he'd be, I'd guess. Ja. Da wird er sein, glaube ich. Ja.
Alla hopp. Machen wir das weiter. Ich glaube, ihr seht das Safe heute gar nicht mehr. Müsst ihr bis morgen warten oder wann auch immer der nächste Part kommt. Bin ich fies. Hund, lass mein Pferd in Ruhe, ich sag's dir. Du mal Hund. Du mal Hund. Mal schauen, ob unterwegs was passiert. Heute glaube ich nicht dran. Hatten ja schon ein bisschen Action so auf dem Weg. Naja, hat man. Ja, Action. Sind ja Hasen oder sowas? Nee, aber die hier. Haha, Jackpot! Jackpot! Es ging ab. Dead Eye ist cool, Dead Eye ist cool. So, auf die Repeater wechseln. Repeater. Repeater. Pieter, Pieter, Pieter. Ich weiß nicht, was ich labern soll, ey. Ich rede so eine. Schon im letzten Part, gell, habe ich da gesungen und was weiß ich. Und das war eigentlich nicht heute. Ich muss dazu sagen, wir haben 20 nach 7 abends. Und ich habe irgendwie den ganzen Tag nicht wirklich viel gegessen. Weiß nicht warum. Irgendwie schwach und. Aber wir haben Donnerstag, wo ich das hier aufnehme. Und ich habe noch ein Video Red Dead Redemption. Und damit ihr die nächste Woche nicht so lange warten müsst. Oder ich kein Videomaterial oder sonstiges mehr für euch habe, hocke ich mich jetzt hier hin und nehme doch tatsächlich noch 3 bis 4 Videos auf. So bin ich. Ich bin viel lieber wie die Pieter. Dieser scheiß Name, der lässt mich nicht mehr los. Ich glaube, mein Pferd ist schon so maxed out, ne? Also ich glaube, stärker wird es nicht wirklich. So, was finden wir jetzt? Wahrscheinlich eine Leiche. Oh. 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 Sind sie beide tot? Yeah, Mann. Das waren Geparden, oder? Ne, sind Geparden schwarz? Leoparden schwarz? Oh, ich immer durcheinander. Sind das einfach Bergkatzen? Was ist das? Was war's? Puma war's. Puma, meine Fresse. Wie der Schuh. Das waren wilde Nike. Gott, wie schlecht. Wilde Nike. Ja. Die paaren sich oft mit Adidas. So. Wilde Viecher. Wilde Viecher. Gefährlich. Gefährlich und wild. Wie ich. Ja, ein Grab. Ich hab's gewusst. Getötet durch einen Schlag auf den Kopf. Er wird nie wieder mit einer anderen tanzen. Ah, die Alte wohl als hier, ne? Fremdgetanzt, hä? Drecksau. Du Drecksau. So, dann zurück zur Ohm. Ma? Wo waren die? Die war kurz vorm Safe, ne? Deswegen machen wir uns auf den Weg zum Safe. Eieiei. Der Dirty Fremddancer. Der Dirty, Dirty Fremddancer. Ja, also die Oma. Entweder ist sie verwirrt oder sie war ein Geist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie das war. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her, wo ich wirklich Red Dead Deadly Redemption League gespielt habe. Oh, sieht das geil aus mit den Wolken, gell? Ich hab letztens habe ich mal. Hey, egal. Du darfst leben. Habe ich in Part 1 reingeschaut und gerade am Anfang, ne, wenn du da so reitest mit den Wolken, so wie hier. Sieht richtig stark aus. Absolut bombastiger. Scharfe Rechtskurve. Finde ich doof, dass ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo der eine war mit seinem Grundstück. Hab's voll vergessen. Egal. Fuck it, der wird schon auf der Karte auftauchen. Oder auch nicht. Egal.
Kriegt man schon hin. La la, la la la. Jetzt können wir aber mal schauen, ob die Oma da noch sitzt. Müssen wir vielleicht warten, bis es dunkel ist. Ich weiß es nicht. Wow. Auf zum Seth. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in diesem Spiel. Ich muss nur das X finden, denn das X markiert die Stelle. Freut euch auf eine geile Cutscene im nächsten Part. Ha, tut mir leid. Ich mache hier noch Schluss, weil das schaffe ich sonst nicht. War jetzt ein relativ kurzer Part im Vergleich mit einer coolen Nebenmission, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob die überhaupt abgeschlossen ist. Ne. Doch, ist fertig. Alles klar. Leute, fertig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.